Dieses Video wird euch präsentiert von Rittersport Schinkenwurst. Rittersport Schinkenwurst mit Vitaminen ohne Zucker. Jo, schönen guten Abend. Gamegenuss wieder am Start. Stick am Apparat. Heute mal mit dem neuen Rechner und der Möglichkeit, endlich mal vernünftige Videos zu machen. Schönen guten Abend. Wie gesagt, Gamegenuss und weiter geht's mit unserem Let's Play. Lang genug hat's gedauert. Kurze Übersicht, wir sind immer noch hier. Krieg ist beendet, glaube ich. Forschungsbildschirm ist hier. Genau. So, dann machen wir weiter. So, wir bauen hier, was bauen wir denn hier mal aus Langeweile? Irgendwas, was die Leute glücklich macht. Genau, das war der Plan. Werkstatt, Aquädukt, Schmiede, Tempel. Nein, wir bauen Militär. Brauchen gar nicht groß überlegen. Schützen, da haben wir sie. So. Was haben wir hier? Arabien Zocker eingegriffen. Musketier, bla bla bla. Nagoya. Gut, wie ich festgestellt habe, können wir hier unten eine Stadt gründen. Dann tun wir das mal. Was bauen die hier? Bauen auf Verrichtung 5 Runden. Okay. Okay, gut. Die haben wir da runtergeschickt. Die bauen hier die Straße fertig. Ist hier eine Straße? Genau. Wenn die hier fertig sind, dann schicken wir die runter. Dann können wir da die Straße verbinden. Genau. So, Details. Wir können die Kollegen hier rüber schicken. Und dann haben wir das. Ja, an dieser Stelle, da hier gerade mal ein Ladebildschirm ist. Ich habe einen Sponsor aufgetan, den man im Vorspann ja vom Video gesehen hat. War ein sehr lukrativer Deal. Wir haben jetzt die leckersten Sorten von Rittersportschokolade. Unter anderem gibt es auch so leckere Sorten wie Erdbeerkäse, Leberwurst, Blutwurst und was ich besonders lecker finde. Ich sag's besser nicht. Aber es gibt auch Rittersport Toast Hawaii. Da kann man sich mal schon drauf freuen. Sehr, sehr ekelhaft. Lecker, meine ich. So, unsere Truppen parken wir erstmal hier. Die sortieren wir nicht großartig. Da haben wir nicht viel zu tun. Ja, unsere nächsten Schritte, die wir tun müssen, ist erstmal hier Knossos an die Siedlung an oder ans Reich anbinden mit dem Straßennetz. Dann müssen wir mal gucken, vielleicht macht es doch mal Sinn, hier noch einen Siedler abzustellen. Den stellen wir dann hier mitten rein, dass wir hier noch die Lücke zumachen. Und dann können wir da ein bisschen mehr produzieren. So, das heißt, ich würde dann einfach mal die Einheit hier hochziehen. Mit euch kann ich hier die Stadt gründen. So, Shimonoseki gegründet. Eine neue Seestadt oder eine neue Stadt am Meer. Okay. So, ihr parkt Kagoshima. Einheitenbeförderung. Moment. So, machen wir das. Die Einheit geht dahin. Die parkt hier oben. Die parkt hier oben. Und die parkt hier oben. Dann können wir mit dem Lanzenkämpfer hier rumziehen. Und können dann mal hier unten Produktion von einer weiteren Kanone anleiern. Und hier in Shimonoseki bauen wir erstmal ein Monument. Damit wir erstmal die Grenze erweitern können. Während wir in Kagoshima auch mal ein Monument errichten, endlich mal, weil dann wird das hier ein bisschen besser. Ich überlege, ob ich vielleicht hier noch die beiden Inseln besitze. Hier die Atolle vielleicht. Macht vielleicht ein bisschen Sinn, um da ein bisschen Struktur reinzukriegen. Ja, wir haben jetzt bedingt durch die eine Stadt, die wir gegründet haben, minus ein Unzufriedenheit. Das ist aber verschmerzbar. So, zack, gleich gehen wir hier rum. Ihr parkt hier.
Läuft alles. Generell wäre es vielleicht mal günstig, wenn wir mehr Eisen haben, weil wir haben 13, die brauchen wir für die Kanonen. Pferde für die berittenen Einheiten. Das müsste eigentlich aufgehen. Dann brauchen wir noch einen neuen Kriegsgegner. Wer ist denn der hier? Wer ist das? Arabien. Okay, mal kurz mal anklopfen. Wie viele Städte hat er denn? 2. Okay. Gut, das heißt, er hat 2 Städte. Wo ist die zweite? Wo ist denn die zweite? Das ist alles so dunkel hier. Grün. Ach da, direkt daneben. Hm, danke. Gut, was hat er denn Schönes? Er hat Gold, er hat Seide. Huh, okay, ist ein lohnendes Ziel eigentlich, ne? Okay, nächstes Ziel. Der Araber. Wenn uns da keiner mal zuvorkommt. Mach das mal ein bisschen langsamer jetzt. Nicht, dass es heißt, wir führen hier nur Kriege. Weil ich habe irgendwie keine große Lust, mich da mit dem Ägypter anzulegen. Weil das ist irgendwie der stärkste Gegner, den wir haben. So, machen wir kurz Übersicht. Gold haben wir, Forschung läuft, Unzufriedenheit, okay. Goldes Zeitalter, Kultur, okay, gut. Da brauchen wir noch ein paar Runden. 11 Runden, dann können wir die nächste Politik einläuten. Was grundsätzlich schon mal eine feine Sache ist. So. Mitten durch den Dschungel. Wir brauchen Perlen, okay. Ja, es ist nicht viel zu tun. Entschuldigung, außer hier ein bisschen weiter zu klicken. Aber es läuft wesentlich flüssiger als auf dem anderen Rechner. Ich denke mal, da können wir uns dann bald auch mal einen Siedler kaufen und den dann hier hinschicken. Dann geht das alles seinen geregelten. Mal gucken, ob wir den dann hier auf das Silbervorkommen packen. Aber ich denke mal, ja. So, Kagoshima hat den Stadtmauern, Kornspeicher. Was brauchen wir denn hier? Bogenschützen, Lanzier, Bogen, Triere. Wir müssten irgendwie mal mittelfristig die Seeherrschaft sichern, indem wir mal eine Triere bauen hier. So. Läuft. Genau. So. Einheit befördern. Und die parken wir wieder hier oben. Oh, die haben auch eine. Mhm. Und dann parken wir die hier. Okay. Gut, dann können wir hier schon mal mit denen anfangen, den Wald hier ein bisschen zu bearbeiten. So, ihr baut hier mal ein... Was haben wir denn noch an Wundern? Bibliothek. Was Maximus. Markt. Mehr Gold. Eine Werkstatt, Tempelhafen, Leuchtturm. Tempel. Ach, Mann. Nationalepos, da sind wir dran. Dann bauen wir hier eine Werkstatt. So. Gut, Julius Caesar mag uns nicht.
Das beruht durchaus auf Gegenseitigkeit, wie ich immer so schön sage. Gut, der Bautrupp ist hier angekommen. Das läuft. Schütze, Schütze. Schütze fertig. Gleich mal die Produktion einstellen und wir bauen hier einen Markt. Und dann parken wir den Schützen hier. 13 Runden ist der oben. So. Zack, zack. Und ihr baut ein Sägewerk. Teotihuacan will einen... will Pelze. Wo kriege ich denn jetzt Pelze her? Na mal gucken. Was haben wir hier? Vorsichtig, freundlich. Ramses ist neutral. Die sind alle vorsichtig. Was sagt denn unser Militärberater eigentlich? Feinde haben versucht mal zu... Okay, barbarische Nachbarn auslöschen. Satsuma. Kagoshima, Osaka. Irgendwie sagt er mir nicht wirklich brauchbare Informationen, ne? Okay. Gucken, was Ramses so handelmäßig bringt. Luxusgüter, Pelze, da haben wir sie doch. Gucken, was er mit uns dafür gibt. Nix. Was will er für Pelze haben? Okay, scheiße. Dann kriegt er deutlich mehr Kohle als wir zusammen. Okay, so, hier weiter. Sollten vielleicht mal versuchen, mit Katharina zu handeln. Genau. Baumwolle. Nee, hau ab. Ramses, was sagt unser Siamesischer hier? Na, 63 Gold. Ey, sag mal, habt ihr alle keine Kohle mehr oder was? Warum brennt das hier eigentlich immer? Räucherwerk brauche ich nicht. Mit dem wollen wir keinen Handel machen, den wollen wir erledigen. Der Indianerkollege. Das gar nichts. So, okay. Gut, dann müssen wir das wohl. Naja. Ja. Da müssen wir uns was einfallen lassen. Pelze. Kufa, er hat eine Stadt gegründet, okay. Ach Mann, warum denunziert ihr mich dauernd? Okay. Eine Nation, die ihr... Gab es hier nicht mal eine Ansicht, wer mit wem im Krieg ist? Da. Krieg mit Ägypten. Na gut, hätte ich vielleicht mal drauf gucken können. Scheiße. Was machen wir denn da jetzt? Das Beste ist, um da noch ein bisschen was zu reißen, zwei Städte zu kriegen. Ja, aber das macht auch keinen Sinn. Das ist, Gold ist ja weg. Der einzige Grund, da wirklich abzugreifen, wäre das Gold gewesen. Ach man. Ich glaube, wir müssen irgendwie doch mal Krieg gegen Ägypten führen, ne?
Na gut, da überlege ich mir mal was. Tja. Naja. Da müssen wir was machen. Gut, dann würde ich mal sagen, mit der Runde beenden wir diesen Let's Play-Teil. Und Moment, was geht jetzt noch in der Runde? Genau. Da kümmern wir uns dann einfach mal in Ruhe drum. So. Zack. Zack. So. Ja, wir beenden einfach mal unser Let's Play hier. Bis zum nächsten Mal, sagt euer Stick. Und vergesst nicht, unsere Facebook-Seite, unsere YouTube-Channel zu abonnieren, zu kommentieren. Fragen, Anregungen, E-Mails an uns. Wir beantworten die alle zeitnah. In diesem Sinne einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal.